So, hallo und herzlich willkommen. Jetzt kommt heute noch die versprochene Windows Smoke für Mirage. Ich habe ja heute das Video hochgeladen mit dem Jump Throw Bind. Das ist für die Granate, für die Smoke enorm wichtig. Wie gesagt, wenn ihr das ohne Jump Throw Bind macht, oh, jetzt habe ich einen Knoten in der Zunge, kommt die Granate enorm oft nicht richtig. Deswegen, ich werde hier nochmal das Jump Throw Bind Video, wo ich das erkläre, verlinken. Ist ganz einfach zu machen, empfehle ich jedem generell für alle Jump Throw Granaten. Und jetzt zeige ich euch erstmal die Granate. Die geht ganz einfach. So, dann fliegt die, prallt hier ab und landet schön auf diesem Vorbau. Und das ist ganz wichtig, dass die da oben drauf landet. Wenn die davor landet, habt ihr eigentlich eine total ineffektive Smoke. Ihr seht hier auch, also er kann hier nicht vorbeischauen. Die ist enorm wichtig, dass die hier oben drauf liegt einfach. Wie gesagt, unten kann sie wahrscheinlich jeder werfen, aber ihr braucht das Jump Throw Bind, oh mein Gott, um genau dort immer wieder drauf zu kommen. Wenn ihr wirklich gut seid, schafft ihr es mit Sicherheit auch ohne das, aber halt auch nicht jedes Mal. So, und um euch das Ganze jetzt zu zeigen, ihr startet quasi, geht hier in dieses Eck. Deswegen ist es eigentlich ganz einfach. Geht, ihr lauft da rein, bis es nicht weitergeht, dreht euch um und hier ist so eine, so ein kleines dunkles Stelle. Ich nehme mal gerade die Arbe raus. Hier, diese dunkle Stelle. Man sieht es eigentlich ganz gut. Genau. Da aimt ihr quasi mit der Granate drauf, haltet die Granate gedrückt und drückt dann einfach C. Und, boah, nicht zu zoomen. Zack, landet und drauf. Wie gesagt, durch den Bind, die kommt eigentlich zu 100% immer. Und ich kann es jetzt mal probieren ohne Jump Throw Bind. Und jetzt gucken wir mal, wie die kommt. Die könnte jetzt auch ganz gut kommen. War gut getimed. Ja, ist gekommen, wie gesagt, aber. Wenn ihr es 100% wollt, auch generell alle Jump Throw Granaten, macht euch das Bein drauf. Das ist überhaupt kein großer Stress. Und dann ist es ganz einfach: Ihr visiert die dunkle Stelle an, stellt euch hier hinten ins Eck, schön rein, dass ihr nicht mehr weiterlaufen könnt. Und dann einfach gedrückt halten und die Jump Throw Bind drücken. Und die kommt. Und wie gesagt, wenn ihr über die Mitte gehen wollt, ist es die enorm wichtige Smoke und auch, dass die wirklich hier komplett überall zu ist. Da oben kann er nicht rausgucken und hier zu den Seiten und Ecken kann er auch nicht rausgucken. Das ist optimal und enorm wichtig, wie gesagt. Jo. Hier, die muss natürlich auch noch gesmoked werden. Wenn ihr dann die Smoke auch wollt, gebt doch einen Daumen hoch und schreibt es in die Kommentare. Kann ich euch das auch noch zeigen? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und hilft euch bei den nächsten Mittelgoes. Die Granate ist enorm wichtig und ist, glaube ich, auch recht schwierig zu machen, wenn man eben gerade den Jump Throw Bind nicht hat. Also ich hatte damit immer Probleme. Und wenn es hart auf hart kommt und die verkackt, dann ist halt der Mitte-Go einfach für die Tonne. Deswegen sollte das eigentlich 100% geworfen werden. Und es ist eben mit dem Bind möglich. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich freue mich natürlich über alle Daumen hoch und Kommentare. Es zeigt mir halt auch immer, dass ihr sagt, okay, ihr wollt es, ihr findet die Videos gut, ihr wollt mehr davon sehen. Und dann weiß ich, okay, meine Arbeit findet hier ein bisschen Anklang, dann mache ich das auch noch ein bisschen gerne, als wie wenn keiner einen Daumen hoch gibt oder sagt, okay, kein Bock, ja, ist jetzt halt ein Video, aber ist jetzt nicht so der Hammer. Dann kann ich mir die Arbeit einfach auch sparen. So, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.